So, Leute, ich bin jetzt hier und ich habe bereits 50 Minuten ungefähr weitergespielt, aber ich hatte die Videodateien irgendwie aus Versehen gelöscht und deswegen hat das alles nicht mehr so ganz hingehauen. Und ja, einfach um das nicht zu komisch zu machen, dass wirklich auch der Ton zum Video passt, dachte ich, spiele ich das Ganze jetzt einfach nochmal. Ja, genau. Wir hatten das ja hier aufgebaut und stehen jetzt hier zwischen den zwei Toren und ziehen jetzt an unserer schönen, na, an unserer schönen Schnur. So, sehr schön. Und dann können wir ja nach unten gehen. Diese wunderbare Wendeltreppe runter. So, hier rechts geht es zum Büro von Dr. Gygax. Aber wir versuchen erst einmal mit dem lieben Wolf zu sprechen. Drei mal drei ist neun. Zwei mal fünf ist zehn. Entschuldigen Sie, Sir. Dürfte ich Sie um ein paar Informationen bitten? Gemeiner, gemeiner Schummler. Ich sage Ihnen nichts. Drei mal sieben ist 21. Drei mal acht ist 24. Ich werde nur mit Professor Schwarz sprechen. Er versteht, dass ich all meine Lektionen gelernt habe. Drei mal neun ist 27. Offensichtlich will er nur mit seinem Professor sprechen. Vielleicht hilft mir die medizinische Akte dieses Wolf weiter. Ja, er kann ganz toll das Einmaleins aufsagen. Und er möchte nur mit Professor Schwarz reden. Hier hinten kommen wir gar nicht rein. Und ja, hier sind noch ein paar weitere Zellen. Hier ist gar niemand drin. Hier ist der liebe Jotun oder so, der da nur steht. Ja, ich gehe jetzt erstmal in das Büro von Dr. Gygax. Fest verschlossen. Fest verschlossen können wir erst einmal sehen, dass hier das Untergeschoss auch jetzt auf der Karte drauf ist. Und können wir das mit dem Löffel öffnen? Fest verschlossen. Nein. Mit den Schlüsseln? Fest verschlossen. Natürlich auch nicht. Dann gucke ich erst einmal hier weiter. Was ist hier? Kein Zutritt. Das klingt doch sehr vielversprechend. So, hier sind blutige oder farbige Spuren. Es muss einen Durchgang auf die andere Seite dieser Mauer geben. Vielleicht weiß hier jemand etwas darüber. Ja, ich glaube, der Einzige, mit dem wir hier reden können, ist dieser Wolf und der müsste uns da weiterhelfen können, aber er möchte ja nur mit seinem Professor reden. Die Tür ist recht solide gebaut, aber das Schloss ist primitiv. Ich werde mich nie wieder zu einem Fall aufmachen, ohne einen kleinen Löffel in der Tasche. Obwohl Watson mich wahrscheinlich um dieses wertvolle Gerät beneiden würde. Ja, der Löffel ist immer hilfreich hier. Okay, und da hatte ich beim ersten Mal so meine Probleme und ich weiß immer noch nicht, woran das genau lag. Aber anscheinend kann man die Ziffern in manchen Schienen wirklich anders bewegen als in anderen. Ich kann euch nicht genau sagen, wieso. Und jetzt bin ich auch schon wieder. Ah, okay, neu starten. Ich glaube, ich hatte das beim letzten Mal auch anders gemacht. Also wir machen das mal so. Nee, geht nicht. Ich wollte eigentlich nach der 7 die 8 draufpacken. Genau, hier geht's wieder komischerweise. Ich verstehe noch nicht so ganz wieso. So, dann kommt hier die 10 drauf. Hier kann nicht die 4 drauf. Das ist halt irgendwie ein bisschen komisch. Kann jetzt, ja, jetzt kann hier die 4 drauf. Aber da kann nicht die 2 drauf.
Geht das denn vielleicht so rum besser? Nein. Geht trotzdem nicht. Da kann jetzt die 3 hin. Okay, und jetzt ist das kein Problem mehr. Dann kommt die 6, dann können wir die noch lustig verteilen und richtig rum aufreihen. So, ja, die 9 und die 10. Okay, sehr gut. Und hier ist ein Brunnen mit Blut oder mit Farbe. Man weiß es nicht. Die Quelle muss direkt in einen unterirdischen Fluss münden. Und hier Axt und Säge mit wahrscheinlich Blut Das sind Geräte eines Metzgers. oder eines Försters. Oh, hier liegt ein Schlüssel. Wer könnte das hier vergessen haben? Und wir können auch noch in den Brunnen gucken. Drin ist eine Leiche. Ich bin froh, dass ich Watson diesen Schrecken erspart habe. Dieser Ort verbirgt weit finsterere Taten als nur den illegalen Handel mit gefährlichen Gütern. Ja, und das ist ganz schön krass, dass sie hier einfach Leute entsorgt haben in ihrem unterirdischen Versteck. Okay, jetzt haben wir aber den Schlüssel für das Büro. Da ist ja auch ein schönes G dran. Unverkennbar. Und das hier ist das schöne Büro von Dr. Gygax. Hier ist ein Kamin drin. Da können wir uns den Schürhaken mitnehmen. Und auf dem Schreibtisch liegen auch so einige Sachen. Da ist ein kleines Etikett, auf dem steht Klassenzimmer. Ah ja, endlich kommen wir ins Klassenzimmer. Wilhelm Bürgers Brief an Dr. Gygax. Sehr geehrter Dr. Gygax, zunächst einmal möchte ich mich dafür bedanken, dass Sie unser Bankhaus für Ihr Konto und Ihre Transaktionen ausgewählt haben. Die Juweliere, die wir kontaktiert haben, machten ein paar Angebote, die die Schätzungen unserer Experten, was den Wert ihrer Waren betrifft, bei weitem überschreiten. Sie sind außerdem völlig kreditwürdig. Wie Sie wissen, ist die Diskretion unserer Partner sprichwörtlich. Nur dieser Brief wird die wahre Natur und Anzahl Ihrer Transaktionen offenlegen. Hier ist ein Überblick über jeden Edelstein und die in Ihrem Namen enthaltene Gesamtsumme. Die in Ihrem Namen erhaltene Gesamtsumme, abzüglich unserer Kommission. Das Geld befindet sich auf Ihrem Konto und steht zu Ihrer Verfügung. Ja, ein paar Juwelen, Smaragde, Saphir. Diamant, rosa Saphir, ja, bla bla bla, hochachtungsvoll, Wilhelm Bürger. Okay, Dr. Gygax hat also irgendwie Edelsteine gehabt. Telegramm aus New Orleans, Schwierigkeiten, große Verspätung, aber Waren werden rechtzeitig fertig sein. Brauche Geld, habe keine Steine mehr. Ah. Ein Telegramm aus New Orleans. Es wurde vor einigen Wochen gesendet. Wenn der Versand dieser Güter aus New Orleans von einer Überweisung aus Europa abhängt, wäre es möglich, dass der eigentliche Austausch erst ein paar Wochen später stattfindet. Vielleicht ist noch Zeit zum Eingreifen. Okay. Fest verschlossen. Fest verschlossen können wir das mit unserem Feuerhaken öffnen. Ja, das funktioniert sogar. Und noch mehr zu lesen. Handgeschriebener Brief. Dr. Gygax, nachdem ich Ihren Brief gelesen habe, verstehe ich, dass mein Master leicht entdeckt werden könnte. Selbst wenn wir Haarteile, dicke Mäntel und großzügiges Trinkgeld verwenden, kriegen wir ihn nicht sicher durch den Zoll. Da der große Tag näher kommt, verhält sich mein Master immer unkontrollierbarer und wir wollen doch nicht auffallen und unseren Plan ruinieren. Deshalb möchte ich, dass Sie Licht, meinen Meister, in der Nähe behalten. Er wird sie erleuchten, wenn die Dunkelheit an diesen Ort zurückkehrt. Aus New Orleans höre ich, dass unsere Leute dort mehr Mittel benötigen. Stellen Sie sicher, dass Sie haben, was Sie brauchen, damit die Lieferungen an Sie sich nicht unnötig verspäten. Ich hoffe, ich kann Ihnen zu Ihrer guten Arbeit gratulieren, wenn ich das
Paket in Händen halte, falls er sie bei sich akzeptiert. Okay, 11. September 1894, Flecken auf handschriftlichem Brief. Auf dem handschriftlichen Brief, den ich in Dr. Gygaks Büro gefunden habe, befindet sich ein Fettfleck, offenbar von einer Öllampe. Diese spezielle Ölsorte ist seit einiger Zeit nicht mehr in Gebrauch. Die Person, die diesen Brief geschrieben hat, kann daher nur Zugang zu alten Lampenölgeschäften haben. Der Brief wurde erst kürzlich geschrieben und trägt das Datum von vor ein paar Tagen. Ich kann daraus schlussfolgern, dass er in Europa aufgegeben und durch Länder mit einem zuverlässigen Postsystem befördert wurde. Außerdem entdeckte ich einen kräftigen Jodgeruch. Dieser Brief war vor dem Aufgeben auch der Seeluft ausgesetzt. Leider war der Umschlag, in dem er steckte, nicht zu finden. Moment mal. Hier ist ein fettiger Fleck auf dem Brief. Riecht nach Jod. Interessant. Okay. Briefe von Schweizer Banken. Briefe gefunden in Dr. Gygaks Büro. Sie stammen von verschiedenen Schweizer Banken und zeigen, dass der Doktor in den letzten Monaten mehrmals Edelsteine verkauft hat. Bei jeder Transaktion ging es um eine große Summe. Er muss einen wahren Schatz besitzen. Diese Briefe enthüllen auch, dass Geld auf bestimmte Bankkonten in London und New Orleans überwiesen wurde. Unglaublich. Diese Briefe sind von verschiedenen Schweizer Banken und zeigen, dass der Doktor in den letzten Monaten mehrmals Edelsteine verkauft hat. Und jedes Mal mit höherem Gewinn. Er muss Zugang zu einem wahren Schatz haben. Wie ich sehe, wurden zahlreiche Überweisungen an einen Kontoinhaber der Bank of London getätigt und an einen anderen hier in New Orleans. Ich muss diese Transaktionen notieren. Okay, also der Doktor hat Edelsteine und damit werden irgendwelche Zulieferer bezahlt, die ihn vielleicht mit Drogen, mit dem Opium versorgen. Und diese Organisation oder Sekte hat anscheinend auch Wurzeln in New Orleans. Und irgendein Meister wurde hergeschickt. Alles sehr mysteriös, genauso wie diese komischen... Wie dieser komische Kopf hier. Ich weiß nicht, was dieser Gygax studiert hat, aber nach seinem Büro und dem, was ich vorher gesehen habe, ist er gefährlicher als jeder seiner Patienten. Oh ja, davon ist auszugehen. Die Anbetung von Ghulen von Graf Derlet. Ich glaube nicht, dass eine solche Einschlaflektüre dem Leser angenehme Träume verschafft. Nein, wahrscheinlich nicht. Und hier sind Akten und hier ist auch Wolf, aber diesmal mit einem F geschrieben. Und an seiner Tür stand er, glaube ich, mit zwei F. Dieser Mann scheint an jeder nur möglichen Geisteskrankheit zu leiden. Dem Datum seiner Einweisung nach muss er einer der ältesten Patienten hier sein. Der ehemalige Krankenhausdirektor hat seinen Fall untersucht und erwähnt Wolfs Professor. Offenbar hatte er als einziger einen Einfluss auf den armen Kerl. Es liegt sogar ein Porträt des verstorbenen Professors bei den Berichten. Foto von Professor Schwarz. Das ist natürlich sehr hilfreich für uns. Ein Bild von 1860 mit Bart und Brille. Das ist also Professor Schwarz. Ja, das ist er wohl. Ich brauche einen Namen, um meine Nachforschungen fortzusetzen. Okay, und wir haben noch keinen Namen. Was ist in dieser Abstellkammer? Nichts Schönes. Eine... Oh mein Gott. Ja, so eine Bank, auf der man festgeschnallt werden kann und etwas, das wahrscheinlich Blut sein soll, aber doch etwas zu pinkrot dafür ist. Ja, aber auf jeden Fall krass. Die blassen Zeichen auf dieser Tafel sind eine phonetische Umschrift. Es scheint, als wären Leute gezwungen worden, einen Text zu rezitieren, ohne seine Bedeutung zu verstehen. Zu schade, dass der Text weggewischt wurde. Folterkammer auf der Tafel in Gygaks Arbeitszimmer. Das finde ich auch lustig. Einmal steht hier Folterkammer und hier steht Arbeitszimmer. Fand ich Spuren von Lautschrift. Es scheint, als hätte man Menschen diesen Text rezitieren lassen, höchstwahrscheinlich unter Zwang.
Der Gebrauch der Lautschrift deutet darauf hin, dass diese Menschen die Sprache nicht kannten und ihre Bedeutung daher nicht begriffen. Leider löschte der Doktor das Geschriebene nach der Lektion. Der genaue Wortlaut und die Bedeutung des Textes sind unklar. Diese Lehrmethode, bei der Personen ein unbekannter Satz durch erzwungenes Auswendiglernen beigebracht wird, könnte auch die schrecklichen Experimente an den Gehirnen der sprechenden Vögel erklären. Wer wiederholt besser als ein Beo? Ja, das hat jetzt ein bisschen vorgegriffen, denn hier liegt ein Vogel. Diese Vögel stammen aus der Voliere. Sie dienten noch einem anderen Zweck als nur zur Dekoration. Und dabei ist das so ein schönes Tier. So eine tolle Farbe. Ein Notizbuch mit den Experimenten von Dr. Gygax. Notizen von Dr. Gygax. Erste Theorie. Beim Vergleich des Großhirns von sprechenden Vögeln mit denen der Patienten erkennen wir Ähnlichkeiten. Und diese Ähnlichkeiten lassen auf ähnliche Funktionsweisen schließen. Der Teil des menschlichen Hirns, der denen der Vögel ähnelt, regiert sowohl die Lebensfunktionen, die alle höheren Lebewesen gemeinsam haben, als auch die Artikulation. Praktischer Beweis: Ein Patient, dessen entsprechende Großhirnteile zerstört wurden, fuhr fort zu essen und Laute zu produzieren, doch sie ergaben keinen Sinn mehr. Zweite Theorie: Wenn man einen Patienten am Leben erhält und dabei Stück für Stück Teile seines Großhirns entfernt, sollte man festlegen können, welche Funktionen mit welchen Arealen verbunden sind. So können wir genau die Funktionen erkennen, die wichtig für unser Experiment sind, nämlich die, die es einem Individuum ermöglichen, zu überleben und präzise Laute zu artikulieren. Dann entfernen wir wahrscheinlich alles außer dem Großhirnkern. Praktischer Beweis: Leider erlaubt es mir die mangelnde Kooperationsbereitschaft der Subjekte nicht, den Teil des Großhirns zu isolieren, der für das Lesen und Aneignen neuen Wissens verantwortlich ist. Ich habe nicht genügend entbehrliche Patienten als Versuchskaninchen, wie ich für unsere Zwecke brauche. Ich muss einen anderen Weg finden. Dritte Theorie: Mit der Benutzung des phonetischen Systems lernt der Patient, egal welcher Nationalität, das jeweilige Lied. Trotzdem müssen sie das phonetisch basierte Lied wiederholen und aufsagen, um es im Gedächtnis zu behalten, während sie ganz bei Bewusstsein sind. Die Frage ist, können sie das erlernte Lied auch noch singen, nachdem die unerwünschten Großhirnareale entfernt wurden? Praktischer Beweis: Die Patienten sprechen gut auf das Training und die Benutzung des Systems an. Die Zerstörung der überflüssigen Teile des Großhirns beeinflusst das Kurzzeitgedächtnis des Patienten nicht ungünstig. Tatsächlich bleibt das Kurzzeitgedächtnis nah an der Oberfläche und kann mit Assoziation von Nahrung in Gang gebracht werden. Ist die Assoziation einmal etabliert, spricht der Patient das erlernte Lied ständig vor sich hin. Das Zurückhalten oder die Gabe eines Bonbons können die Qualität der Vortragskunst weiter beeinflussen. So sind die Patienten in der Lage, ihren Auftrag ordnungsgemäß und vertrauenswürdig auszuführen, wobei sie nicht rebellieren und so lange wie möglich am Leben bleiben. Okay, von welchem Auftrag ist die Rede? Also, er hat an Menschen herumexperimentiert, am Großhirn, dass sie gefügig werden, aber noch sprechen können und auch handeln können, aber eben nicht nach eigenem Willen anscheinend. Und ich denke, damit hat er, also mit solchen Leuten hat er dann irgendwie die Sekte aufgebaut, oder? Mir tun die Patienten leid, die an diese Maschine gebunden waren. Ja. Was ist das? Eine Batterie mit Kurbel? Bestimmt wurde sie zur Stimulation seiner Patienten verwendet. Oh, ja, zur Stimulation in Form von Schmerz. Krass. Das ist echt heftig, was der hier gemacht hat. Und hier unten im Keller hört die natürlich auch niemand, außer die anderen Patienten. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zurück ins Klassenzimmer, zum Klassenzimmer und schauen uns dort ein wenig um. Ach so, ich muss jetzt, glaube ich, diesen Hebel hier einfach ziehen.
Ja, dann geht die zweite Tür auf. Ja, der Einzige, der wahrscheinlich wirklich hier runtergegangen ist, ist Dr. Gygax. Vielleicht auch mal ein Wärter, um die Patienten zu beruhigen. Aber ja, sonst war das wahrscheinlich das Geheimversteck dieser Institution. So, Schlüssel. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal, in der nächsten Folge, gehen wir dort hinein. Also bis dann.